und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Goldene Edition Nuzlocke Challenge mit Chibi Let's Play und wir sind in Oliviana City. Und hier könnte ich auch mal kurz zum Supermarkt gehen. Ich werde mal ganz kurz gucken, was brauchen wir denn? Ein paar Supertränke können eigentlich nie schaden. Hyperheiler eigentlich, ja. Und ein paar Superbälle. Wenn sie denn haben. Ach ja, das KP Plus. Geben wir mal Adam. Denn solche Vitamine machen Pokémon froh. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. So. War ein bisschen teuer, ne? Bisschen sehr teuer. Keine Hyperheiler, aber dafür die einzelnen. Na gut. Lass mal erstmal so. Ich würde gern erstmal zurückradeln zur Route 39 in der Hoffnung, dass wir da vielleicht ein wildes Pokémon fangen können. Und eigentlich könnte ich auch nochmal das Stückchen zurück zur Route 38 und da mal versuchen, neue Beeren zu pflücken. Denn das Miltank auf der Kumu-Farm braucht leider immer noch Beeren, damit es so schnell wie möglich gesund wird. So. Beißt sich durch. Ist ja nur eine kleine Ratte, ne? Ich hoffe nur, von der kriegst du keinen Herpes, Adam. Ich hätte oben lang fahren sollen, ne? Wo kein Gras ist. Naja. Nom nom. Rotenschlag, ja, ja. Ruckzuckieb, ja, ja. So. Obwohl, können wir eigentlich... Ja, wir können auch jemand anderen mal vorne lassen. Adam ist jetzt levelmäßig eigentlich am stärksten. Das finde ich doch sehr interessant. Okay. Dann kommt jetzt Michael dran. Aber ich glaube, der hat auch nicht mehr so viel Luft bis zum Level 22. Ah, ausbaufähig. Aber hier ist er auf jeden Fall im Vorteil. So. Und nochmal einen Steinwurf hinterher. Alles klar. So. Ein Bärenbaum. Yay, mit einer Beere. Wuhu. Und am Hof der Kumu fahren wir ja, glaube ich, noch einen Bärenbaum, ne? Ich glaube, in der Minzbeere. Ach, was soll das denn? Flucht unmöglich. Minimäh. Hm, nimm, 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 nimm. Ach, Magnezilo hätte ich ja auch theoretisch fangen können. Okay. Ja. Aber Nuzlocke-Regel, ne? Wobei, Magnetilo hat in der zweiten Generation keine weitere Entwicklung, sondern hat nur den neuen Typ. Das sollte wohl dann eher nicht zählen, ne? Yay, eine Minzbeere! So, und die Beere können wir eigentlich direkt dem kranken Miltank geben. Oh, sein Ruf ist schwach. Hier bitte, mein Kleines. Sein Ruf ist immer noch schwach. Aber ich habe keine Beeren mehr. Nun gut, ich komme morgen wieder. Das Gute daran ist, Miltanks Zustand wird sich nicht verschlechtern. Wahrscheinlich, weil die beiden Kinder sich noch um Miltank kümmern nebenbei. Wieso taucht ja eigentlich... Ja, wollte gerade sagen, wieso taucht denn kein neues Pokémon auf? Das dauert immer so lange. Ach, ein Radfratz, okay. So,
Ich habe ganz vergessen, meinen Timer zu stellen, merke ich gerade. Dann mache ich das mal. So. Gut, jetzt sind wir mal Trick 17 im Pokémon-Marsch. Mit etwas Glück kommen dann etwas schneller die Pokémon zu uns gerannt, weil sie so Spaß an der Musik haben. Könnte sein, muss aber nicht. Aber hier haben wir auf jeden Fall schon mal ein Magnetilo. Nur wie gesagt, Magnetzone kam leider erst ab der vierten Generation, beziehungsweise, naja, leider würde ich nicht sagen. Ich finde Magnetzone allein schon designmäßig nicht gut gewählt, aber ich versuche ja auch generell die vierte Generation zu verdrängen. Weil das mir einfach mit den zusätzlichen Weiterentwicklungen auch ein bisschen zu blöd war. So, jetzt müssen wir aber Feingefühl zeigen, mein lieber Michael. Okay. Ein Igler. Ich traue mich eigentlich überhaupt nicht, jetzt nochmal eine Attacke zu verwenden. Na komm. Yay, Mülltank wurde gefangen. Milchtank, Milchkuh. Aufgrund der vielen Nährstoffe stellt seine Milch das ideale Getränk für Kranke und Schwache dar. Natürlich kriegst du einen Spitznamen. Nämlich Milky. Ja, mit Y. Nein, ich wollte nicht Milka schreiben, weil ich das ein bisschen, ja doch sehr, wie soll ich sagen, gewöhnlich finde für einen Miltank. Und sie ist nicht lila, sondern pink. Wobei, witzigerweise habe ich ein Plüschtier, was eine lila Kuh ist und sie heißt Milky. Das ist nicht die offizielle Milka-Kuh, es ist irgendeine violett gefärbte Kuh, die ich mal an einer Tankstelle gesehen habe. Und ich dachte mir, die ist so süß, die muss ich haben. Ja, und seitdem steht die bei mir im Regal und guckt mir die ganze Zeit auf dem Computer drauf. Geht's übers Meer? Dann pass mal auf. Auf dem Weg nach Anemonia City gibt's einen Strudel. Deine Pokémon müssen eine spezielle Attacke beherrschen, um an den Strudel vorbeizukommen. Oh, das ist gut zu wissen. Na, deine Pokémon sind ja nur Fliegengewichte. Sie haben nicht die Kraft, Felsen aus dem Wege zu räumen. Naja, hier, nimm doch einfach das hier und bring ihnen Stärke bei. Du benötigst alles in Orden von Dukatza City, um ihn außerhalb des Kampfes einsetzen zu können. Hier! Yay, danke! Der Einsatz, auf den du dich auf hoher See verlassen kannst, bist du übrigens selbst. Ich bin stolz. Ich bin so stolz auf mich selbst. Okay. Nun gut, wir haben die VM-Stärke. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Und ich weiß auch schon, wer die verwenden könnte. Nämlich... Schade. Ich habe wirklich an Fabian gedacht. Ich könnte Fabian ja quasi auch unser VM-Pokémon werden. Blitz müsstest du aber lernen, ne? Wenn es schon nicht Surfer oder Zerschneider geht. Ja gut, okay. Fabian kann sich ja theoretisch noch weiterentwickeln in Togetic. Dann kannst du auch fliegen. Von daher. Apropos fliegen.
Ja, danke, Annette, dass du mir mitten ins Wort reinklingelst. Ja, ich möchte später mal gegen dich kämpfen, wenn ich denn die VM-Fliegen bekomme. Und die bekommen wir übrigens in Anemonia City. Die Insel, die südwestlich von uns gelegen ist. Sehr weit südlich. Da können wir mit Surfer hin schwimmen. Aber ich würde sagen, zuerst mal kümmern wir uns hier um die Geschehnisse, die hier passieren. Nämlich, oben am Leuchtturm ist ja noch ein krankes Pokémon. Oh, der heißt übrigens auch Glitzerleuchtturm. Interessant. Ja, und dieses kranke Pokémon ist übrigens ein Ampharos, was eigentlich als Lichtquelle für den Leuchtturm gilt. Und wenn das krank ist, dann ja, sieht zackenduster aus im wahrsten Sinne. Früher haben Pokémon nachts die Gewässer um Oliviana City erhellt. Der Leuchtturm wurde errichtet, um diese Pokémon zu ehren. Ich dachte eher, um den Schiffsverkehr zu verleiten, aber gut, okay. Die Leute kommen zum Leuchtturm, um zu trainieren. Aufgrund der vielen Trainer ist es nicht einfach, sich bis ganz nach oben durchzukämpfen. Ich werde es trotzdem wagen. Und hier haben wir ein paar Löcher, mit denen wir nach unten springen können, falls es uns dann zu knifflig wird. Hä? Oh, dies ist kein Ort für Spielchen. Gentleman Hubert schickt Noctu in den Kampf. Gut, ich sehe einen Vorteil. So. Aber Miltank müsste die VM stärker haben. Aber ich würde gern Togepi trotz allem weiterentwickeln. Einfach nur so. Ah, ich sehe, du meinst es ernst. Hm? Seefahrer scheuen keine harten Kämpfe. Das glaube ich wohl. Nepomuk. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich weiß jetzt nur nicht, in welchem Kontext. Ich rate mal, der hat danach noch ein Wasser-Pokémon. Ich glaube, der hatte zwei, ne? Aber der Name hat mich jetzt gerade so abgelenkt, dass ich jetzt nicht genau weiß. Nepomuk. Ich weiß, das ist ein Name. Sobald ich nach dem Part nachgeschlagen habe, werde ich dann einen Facepalm machen. Gut, dass mir das entfallen ist. Noch ein Pokémon und es ist Quapuzzi. Okay. Dann ist ja gut, dass wir gewechselt haben. Ach, da fällt mir ein, jetzt da wir die VM-Stärke haben, können wir jetzt auch endlich von Teak City aus nach Osten wandern. Denn, gut, das hätte ich auch so machen können mit der VM-Stärke. Das Problem ist, wir müssen den Eispfad durchqueren. Und da gibt es einige harte Brocken, die man nicht zertrümmern kann, sondern verschieben muss, eben mit VM-Stärke. Und von daher mussten wir so oder so erstmal nach Oliviana City. Warum bist du gekommen? Bist du zum Gaffnir? Es ist besser, du gehst. Ich bin gekommen, um zu helfen. Ich will immer dem kranken Pokémon helfen. Wie ich es ja auch schon mit dem Miltank in der Kumo-Farm versuche. Ja, jeden Tag eine gute Saat. Yay. Das ging mal daneben. Passiert. Go, Michi, go!
Ja, es sieht einseitig aus. So. Okay. So. Noch ein Taubsi. Ja, kann auch mal daneben gehen. Aber zum Glück gehen die Steine ja nicht aus, ne? Ich frage mich gerade, woher Michael die vielen Steine rausnimmt. Ich meine, okay, wir sind in einem gemauerten Turm. Wäre allerdings auch ziemlich blöd, wenn er da einfach sich einen Klotz rausnimmt, einen Ziegel. Aber er wird sich ja wohl kaum den einen Stein zum Werfen aus der Rippe schneiden. Von daher. Vielleicht ist es auch immer derselbe Stein, der so rumfliegt wie so ein Flummi, ne? Boing! Und dann wieder zurück. Boing! mit der richtigen Technik geht's. Du sorgst dich wirklich. Ja, sag ich doch! Sag ich doch! Wie? Zum Gaffen bist du doch hochgekommen? Nee. Ich möchte das kranke Pokémon besuchen. Aber ich schaffe es nun mal nicht bis ganz nach oben. Ja, dann sieh mir zu. Dann helfe ich eben. Jetzt war ich gerade im Flow. Ich bereise die Welt, um neue Pokémon zu sehen und meine zu trainieren. Ich möchte mit dir kämpfen. So sei es. Gentleman Felix möchte kämpfen. Okay. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich es doch ein bisschen schade finde, dass man heutzutage keine Hüte und Anzüge mehr trägt? So wie es eben der Gentleman Felix hier auch macht? Das fand ich bei dem Spiel L.A. Noir sehr schön gemacht. Das war irgendwie so eine ganz, wie soll ich sagen, würdevolle Mode, die es damals gab mit den Hüten. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, aus welchem Jahrzehnt das war. 50er? Vielleicht 60er? Nee, eher 50er Jahre. Würde heute keiner mehr tragen. Leider. Jasmin ist krank vor Sorge um das Pokémon hier. Man sieht sie momentan nicht einmal lächeln. Matrose Ferdinand schickt Krabi in den Kampf. Okay, ich rate mal, er hat Wasser-Pokémon. Von daher, also ich sehe es ja schon, aber er wird das zweite bestimmt auch mit einem Wassertyp haben. Von daher wechseln wir einfach mal zu Basel. Ich meine, entweder hat er noch einen Krabi oder einen Kingla oder einen Quapuzzi. Ich könnte dem alles zutrauen. So. Noch ein Krabi. Okay. So. Rumsdibums. Frisch rasiert. Level up! Oh, Basel versucht Synthese zu erlernen. Aber Basel kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Welche soll vergessen werden? Oh. Ja, am liebsten würde ich als Zerschneider. Aber vor allem Attacken können nicht gelöscht werden. Welche soll vergessen werden? Nun, ich persönlich fand es ehrlich gesagt auch sehr gut, also beziehungsweise strategisch gedacht, wenn wir den Gegner vergiften können mit Giftpuder, dann nebenbei noch Lebensschelle verwenden, dass der Gegner gar nicht angreifen kann, aber das Gift weiter in ihm zehrt. Und falls das nicht reicht, dann eben mit einem Volltreffer-Rasierblatt einfach niedermetzeln. Und die Synthese bringt ja immerhin Heilung. Also Photosynthese, ne? Kennt man ja so ungefähr. Und dadurch gewinnt ein Pflanzen-Pokémon halt wieder Kraft.
sprich Lebenspunkte. Ist in Kombination mit den beiden hier natürlich für einen lang andauernden Kampf sehr gut gedacht. Aber ja, ich möchte Rasierblatt nicht löschen. Ich möchte Lehmschelle auch nicht löschen. Zu schnell geht nicht, von daher bleibt ja nur noch Giftpuder. Schade. Aber Synthese ist mir Liebe. Und zugegeben, Giftpuder habe ich hier in dem Let's Play auch bisher nicht ganz so viel genutzt. Von daher. Ups, und der Timer läuft. Apropos krank. Mir ist zu Ohren gekommen, dass es in Anemonia City eine gute Apotheke geben soll. Hm, gut zu wissen. Danke für den Tipp. Dann hole ich mir noch schnell das Item hier. Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was das nochmal für eine TM war. 34. Oh, Angeberei. Verwirrt und hebt den Angriffswert des Gegners. Ja. Nee. Dann weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt ein kurzes Päuschen machen sollte. Und dann geht's im nächsten Part weiter. Und dann kümmern wir uns auch um die restlichen Trainer hier im Turm. Geschweige denn, wir besuchen das kranke Pokémon und schauen, was wir tun können, um ihm zu helfen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald und tschüss!